In unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen. Schönen guten Abend, danke fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Minister, der Teil-Lockdown ist jetzt nicht einmal 2 Wochen in Kraft. Beim allerersten Lockdown im Frühjahr hat es ca. 13 Tage gedauert, bis die Zahlen gesunken sind. Jetzt beschließen Sie aber jetzt schon einen neuen Lockdown, wenn diese 13 Tage erst übermorgen wären, jetzt in diesem Fall. Warum warten Sie denn nicht die volle Zeit ab, bis die Maßnahmen auch tatsächlich sichtbar sind in den Zahlen? Ja, das hat 2 Ursachen im Wesentlichen. Auf der einen Seite sind wir jetzt bei Tag 12 und wir haben gleichzeitig unsere Prognoseinstitute gefragt, wie schaut die Vorhersage für die nächste Woche aus? Und da zeigt sich, dass sich nichts bessert, dass wir nach wie vor bei sehr, sehr, sehr hohen 7000 Tagesfällen pro Tag geschätzt werden. Das ist das eine. Und das zweite Hauptargument und der Hauptgrund ist eigentlich, dass wir wissen, dass der Bremsweg sehr, sehr lange ist. Von einer Maßnahme bis zum Zeitpunkt, wo diese Maßnahme in Richtung Reduktion von Patienten im Spital ankommt. Und wir wissen, dass es in vielen Spitälern schon sehr, sehr knapp ist und dass wir uns ganz einfach keine Zeitverzögerung mehr leisten können. Die Situation im Gesundheitssystem ist dramatisch, das haben wir in den letzten Tagen klar bemerkt. Sie müssen laut Gesetz auch warten mit so einem strengen Lockdown, bis das Gesundheitssystem wirklich ganz knapp an der Kippe steht. War das im Nachhinein vernünftig, das so ins Gesetz zu schreiben? Hätten Sie sich gewünscht, dass Sie vielleicht schon früher härtere Maßnahmen ergreifen können? Das können Sie ja zurzeit rechtlich nicht einmal. Sie mussten ja den Fast-Kollaps des Gesundheitssystems abwarten. Man kann ja mit Prognosen arbeiten und wir haben ja deswegen vor 12 Tagen bereits diesen Teil-Lockdown fixiert, genau aus diesem Grund. Ich glaube, dass es klug ist und dass es vernünftig ist, den Hauptausschuss des Parlaments mit zu befassen, denn je breiter derartige Maßnahmen getragen werden, desto besser ist es. Und man darf ja nicht vergessen, das ist schon ein enormer Eingriff in die Grundrechte der Bevölkerung, die man in Abwägung setzen muss zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und da braucht es eine gute parlamentarische Debatte dazu. Die wird im Übrigen morgen um 18 Uhr im Nationalrat stattfinden. Das heißt, es war richtig, so lange zuzuwarten mit dem harten Lockdown? Na, wir haben nicht gewartet, sondern wir haben zuerst 2 große Maßnahmenpakete fixiert. Das erste vor 3 Wochen mit dem Ziel, diese Veranstaltungen drastisch zu reduzieren, wo wir gewusst haben, dort gibt es ein großes Ansteckungsrisiko. Und dann zweitens eben der Teil-Lockdown vor 2 Wochen. Und jetzt haben wir gesehen, ja, diese Extremzuwächse konnten wir etwas reduzieren, aber es ist viel zu wenig noch. Wir müssen deutlich mehr runter. Es muss so sein, dass der Zufluss, dass der Zuwachs in den Intensivstationen geringer ist als der sogenannte Abgang. Jetzt wollen wir natürlich über die Maßnahmen sprechen. Wie bei mittlerweile jeder Verordnung gibt es da auch Interpretationsbedarf. Einige Unklarheiten, die wollen wir beseitigen. Menschen, die alleine leben etwa, die sollen eine Bezugsperson definieren, mit der sie Kontakt im Lockdown haben, hat die Bundesregierung, der Bundeskanzler heute gesagt. Wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Empfehlung der Bundesregierung, weil in der Verordnung finde ich das so nicht. In der Verordnung ist klar enthalten, dass es erstens eine massive Reduktion der Kontakte geben soll. Das ist ja unsere Grundintention. Und wir haben fixiert in der Verordnung, dass es ganz bestimmte Ausnahmen von diesen Ausgangsbeschränkungen gibt. Sie haben sie in der Sendung ja schon im Detail dargestellt. Und dass es zweitens auch eine Ausnahme für jene Menschen geben soll, die alleine leben. Die sind in einer ganz schwierigen Situation. Und da haben wir in der Verordnung die Formulierung, dass enge Angehörige, dass man mit denen Kontakt haben kann, auch mit einem direkten Besuch. Das können aber auch mehrere sein, muss nicht nur eine sein. Das soll einzeln sein, also als Einzelperson. Das heißt, worum geht es uns? Wir wollen verhindern, dass es wieder zu Familienfeierlichkeiten, zu Familienfesten kommt. Gut, dann haben wir das geklärt. Ganz generell, wieso sind wir denn in dieser Situation? Anderen Ländern in Europa geht es deutlich besser. Wer ist denn aus Ihrer Sicht verantwortlich für diesen zweiten Lockdown? Ist es die Politik, die zu spät reagiert hat, oder ist es die Bevölkerung, die sich nicht an die Maßnahmen, die es ja dann doch gegeben hat, gehalten hat? Sie haben ja auch nicht mit Kritik an zum Beispiel Einkäufern in Shoppingcentern gespart. In Wirklichkeit ist es aus meiner Sicht ganz einfach, es ist die Pandemie. Die zweite Welle, die wir haben, ist noch viel gewaltiger, hat mehr Wucht, mehr Dynamik als die erste Welle. Und deswegen sind wir eigentlich in ganz Europa betroffen, sehr akut betroffen. Fast alle Länder haben drastisch steigende Zahlen, von Schweden bis Italien, das geht quer durch. Aber es gibt eine zeitliche Verschiebung, das heißt unterschiedliche Zeitpunkte, wann ein Land den Peak erreicht. Etwa Tschechien war 2 Wochen vor uns.
Ungarn ist etwa eine Woche hinter uns. Ich bin überzeugt, Deutschland ist etwa 2 bis 3 Wochen hinter uns. Und so ist der ganze Kontinent dramatisch betroffen. Jedes Land kämpft, jedes Land arbeitet und jedes Land hat große Schwierigkeiten mit der intensiven medizinischen Betreuung. Am besten geht es noch den Ländern, die ein gutes Gesundheitssystem haben, vor allem Deutschland, aber auch Österreich. Aber jetzt geht natürlich die politische Debatte los. Wäre zumindest das Land besser vorbereitbar gewesen auf diesen Lockdown? Vizekanzler Werner Kogler, immerhin Ihr Parteichef, warf heute einzelnen Bundesländern eine mangelnde Vorbereitung auf diese zweite Welle vor. Sie selbst waren im September noch zuversichtlich, dass eine solche zweite Welle, genauso wie ein Lockdown, Zitat Anschuber, ausbleibt. Hat Ihr Ministerium, haben Sie ganz persönlich den Sommer gut genug genutzt, um das Land auf diese Situation vorzubereiten? Ich glaube, wir haben alle miteinander sehr, sehr intensiv an der Vorbereitung gearbeitet. Das geht von den Gesundheitsbehörden bis auch zu den Spitalsverantwortlichen, die sich ganz präzise genau auf diese Situation vorbereitet haben. Aber niemand ist perfekt. Mit Sicherheit werden wir uns im Nachhinein sehr genau ansehen müssen, wo müssen wir für eine nächste Krise besser vorbereitet sein. Ja, das ist so, aber großes Engagement ist da und eine gute Vorbereitung war eigentlich breit spürbar und erkennbar. Aber ist es nicht so, dass viele Probleme, die bereits seit dem Frühjahr bekannt sind, nicht oder nur sehr schleppend behoben werden? Ein Sinnbild dafür ist die große Debatte um das EMS, das jetzt wieder ausgebrochen ist, das elektronische Meldesystem, wo all diese Pandemiedaten einfließen. Das ist extrem langsam, sehr fehleranfällig. Ich habe da mit vielen Menschen und Verantwortlichen in den Bundesländern und Bezirksverwaltungsbehörden in den letzten Tagen gesprochen. Praktisch niemand fällt da ein gutes Urteil über das System. Das ist seit dem Frühjahr bekannt und dennoch wurde es nicht auf bessere Beine gestellt. Warum? Herr Thür, dieses elektronische Meldesystem ist eines der besten, das es in Europa gibt. Es gibt kaum ein Land wie bei uns, wo wir so rasch tagesaktuelle Zahlen am Tisch haben. Aber warum versteht das keiner von denen, die damit arbeiten? Das verstehen sehr, sehr viele, die daran und damit arbeiten, nämlich die Menschen, die den direkten Umgang, die direkte Erfahrung haben. Aber was sich natürlich geändert hat, ist die Belastung dieses Systems. Wir hatten in den letzten Jahren immer 5.000, 10.000, 20.000 entsprechende Dateneinspeicherungen pro Jahr. Und jetzt haben wir 2,2 Millionen bereits im heurigen Jahr. Das heißt, das ist eine völlig andere Dimension. Deswegen hatten wir, muss man zugeben, in dieser Woche auch Probleme bei den Einspeisungen von Daten mancher Bundesländer. Das heißt, es ist auch zu Zeitverzögerungen gekommen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Aber das genau das, verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber genau das war ja meine Frage. Die Probleme im EMS waren im Frühjahr bekannt. Im Sommer wurden sie nicht behoben. Jetzt gibt es noch gravierendere Probleme. Das war ja gerade das Beispiel, das ich benutzt habe, um darauf zu kommen, ob Ihr Ministerium im Sommer gut genug vorbereitet war auf diesen absehbar sehr, sehr schweren Herbst. Aber natürlich ist das EMS auch ausgebaut worden, besser gestützt worden, erweitert worden, zum Beispiel für Screening-Testungen, für zehntausende Testungen. Aber natürlich ist es noch einmal eine andere Belastung, wenn man 30.000, 35.000, 40.000 Tests pro Tag einspeist und einspeichert. Deswegen hat es in dieser Woche noch einmal eine massive Überarbeitung des EMS gegeben. Und unsere Experten, auch die externen Profis, sagen uns, das sollte jetzt so funktionieren. Eine Pandemiebekämpfung wird nicht dadurch entschieden, ob 500 Testergebnisse einen Tag später in das Gesamtsystem eingespeist werden, sondern wird dadurch entschieden, ob ein Contact Tracing funktioniert, ob wir erfolgreich sind bei den Testungen, beim Ausbau des Testens. Und ja, dieser Ausbau des Testens, der hat gut funktioniert. Wir haben jetzt viele, viele tausend Antigen-Tests sehr, sehr schnell an jedem Tag. Aber das ist eine Zusatzbelastung für dieses System. Der Kampf gegen die Pandemie wird unter anderem beim Contact Tracing entschieden, haben Sie jetzt gesagt. Das ist in den letzten Tagen in Österreich, so offen muss man das sagen, zusammengebrochen. Es gibt einzelne Bezirke, da werden ganz wenige Prozent der Fälle noch aufgeklärt. Österreichweit sind es gerade mal 30%. Das ist kein Wunder bei so vielen Fällen. Aber was werden Sie denn tun, damit das Contact Tracing nach dem Lockdown besser funktioniert, als es davor funktioniert hat? Contact Tracing ist ein bisschen ein Unterschied zu den Cluster-Analysen, die Sie meinen, aber in Summe hängt das zusammen, das stimmt schon. Und wir müssen das Kontaktpersonenmanagement drastisch weiter ausbauen. Das Problem ist ja, je mehr Fälle du hast, desto größer ist die Anforderung an die Personen, die das Kontaktpersonenmanagement durchführen. Im Durchschnitt haben wir 15, 20 Kontaktpersonen
pro positiv Getesteten. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man 7.000, 8.000, 9.000 positiv Getestete an einem Tag hat, welcher Aufwand und welche Herausforderung damit verbunden ist. Was wird kommen in der nächsten Woche? Personelle, massive Besserausstattung in den Bundesländern, wo es eng ist. Das Zweite ist, wir werden sehr, sehr stark digitalisieren, damit es zu Vereinfachungen kommt. Und der dritte große Bereich, wir werden die Unterstützungsgruppe der AGES deutlich ausbauen, die dort einspringt, wo es in einzelnen Bundesländern Schwierigkeiten gibt. Wir sind schon sehr knapp. Ich würde Sie nur ungern das Interview beenden, ohne mit Ihnen über das Thema Schule zu sprechen. Die Schule ist ein sehr, sehr heikles, viel diskutiertes Thema. Und da wird jetzt der Präsenzunterricht in den Schulen beendet. Das war sehr, sehr lange diskutiert worden. Das Unterrichtsministerium wollte es sehr lange offen lassen. Und auch die Corona-Kommission hat am Donnerstag noch sich eigentlich dafür ausgesprochen, die Schulen offen zu lassen. Und dennoch stellen Sie jetzt um auf Distance Learning. Warum folgen Sie denn der Empfehlung Ihrer eigenen Kommission nicht? Die Corona-Kommission hat so wie viele Experten gemeint, eine Schließung von Schulen sei die Ultima Ratio. Jetzt sind wir in dieser Situation, dass wir die letzte große Chance haben, ein ganz akutes Problem in den Intensivstationen vermeiden zu müssen. Aber das war am Donnerstag. Das war am Donnerstag, genau. Ultima Ratio ist auch klar formuliert worden. Und wissen Sie, es ist ja kein Schließen der Schulen. Die Pflichtschulen, genauso wie die Kindergärten, sind weiter offen. Es findet aber kein Regelunterricht statt, aber sehr wohl eine Betreuung einerseits und andererseits auch entsprechende Lernhilfen in Kleingruppen. Das heißt, es wird sehr wohl mit den Jugendlichen gearbeitet. Mich schmerzt dieser Schritt aber dennoch, sage ich ganz offen. Ich war in meinem Zivilberuf Volksschullehrer. Ich weiß, was es bedeutet für Kinder, wenn sie zum Beispiel in der ersten Klasse begonnen haben. Und wenn sie dann 3 Monate nach Schulbeginn oder 2 Monate nach Schulbeginn so eine Pause haben, so eine Unterbrechung haben, das ist nicht gut. Wir müssen aber derzeit leider Maßnahmen setzen, die eben auch nicht gut sind. Sie sagen, die Schulen werden nicht geschlossen. Das könnte, so sagen einige Arbeitsrechtler, am Abend vielleicht auch Folgen haben für die Unterstützung, die Eltern bekommen. Die bekommen sie nämlich nur, wenn die Schulen tatsächlich geschlossen sind. Befürchten Sie da, dass Eltern vielleicht um das Betreuungsgeld umfallen könnten? Nein, das glaube ich nicht. Uns geht es ja nicht darum, dass wir hier jetzt jemanden austricksen, sondern es geht um ein Angebot für jene Menschen, die es brauchen. Und es gibt viele Eltern, die dieses Angebot brauchen. Und von daher glaube ich, dass das genauso wie im Kindergarten gut funktionieren wird. Der Bildungsminister bereitet das in den nächsten Tagen vor. Am Montag sollen sich Eltern entscheiden und signalisieren, ob sie dieses Betreuungsangebot weiterhin brauchen. Der Lockdown ist zurzeit bis zum 6. Dezember geplant. Wohin müssen denn die Zahlen sinken, damit der Lockdown nicht verlängert wird? Naja, es gibt 3 Ziele für mich im Wesentlichen. Das eine Ziel ist, der Zulauf, der Zugang zu den Intensivstationen muss geringer sein wie der sogenannte Abgang. Das heißt, diese sehr zugespitzte Situation in den Intensivstationen muss sich entspannen in dieser Phase, Punkt 1. Punkt 2, das klingt ein bisschen technisch, ist aber ganz, ganz wichtig und hängt mit Punkt 3 und Ziel 3 zusammen. Wir wollen den sogenannten Reproduktionsfaktor massiv nach unten drücken. Wir sind jetzt bei 1,2, das heißt, eine Person, die infiziert ist, steckt 1,2 andere Personen an und damit hast du ewig eine Steigerung. Wir wollen deutlich unter 1 kommen, unter 0,9. Kommen, damit wir auch in den Dezember und Jänner hinein eine kontrollierte, gesicherte Situation haben. Also erst bei unter 0,9 bei der Zahl R wird zugesperrt. Bildungsminister Heinz Fassmann hat ja gesagt, er wolle den Eltern Planungssicherheit geben und die Schulen werden am 7. Dezember wieder aufgesperrt. So sicher ist das jetzt aus Ihrem Mund nicht. Doch, doch, das ist das erklärte Ziel. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir so wie alle anderen Länder, die einen harten Lockdown gemacht haben, wie auch wir ja im Übrigen im Frühling, dass wir auch bei uns in diesem zweiten Lockdown erfolgreich sein werden, in dem Sinn, dass die Zahlen deutlich sinken werden. Also ich glaube, dass dieser Termin 7. Dezember tatsächlich hält. Herr Gesundheitsminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke.